Ja, speichern hilft beim Sterben. Da ist die Gitarre. War ich da nicht vorhin schon? Bei dem schweren Regen? Keine Gitarre gefunden. Hey Grimbosch, cool. Jetzt ist es nur noch wichtig, dass du Empfang hast. Siehst du doch gar nicht. Gute Idee, jetzt nach oben zu gehen. Nur steck ein. Ring. Bist du denn, du Nase? Ich vorhin echt noch übersehen. Wurscht. So. Unsere Seilbahn. Muss ein Schock höher. Falsche Waffe. Ich werde mal alles überprüfen. Womöglich sind da noch mehr. Habe ich irgendwas auf den Ohren oder höre ich da einen Gegner? Naja. Das wäre schon mal die Frage. Vielleicht ist hier ja auch gar nichts. Hoffe ich mal. Ach, darüber. Würde aber gerne da oder darüber. Aber es macht Spaß. Ja, mehr Fisch als die ganze Zivilisation essen kann. Oh, okay.
Volltreffer. Oh. Klenker, Lenker. Ups. Okay, also. So sind sie brav. Ich sterbe übrigens nur mit Headshots. Ändert das was an der Situation? Jeez. Wäre zu einfach gewesen. Oh. In der Hoffnung. Es soll nicht sein, dass ich da oben nicht drauf komme, ne? Das ist natürlich sehr unglücklich. Und Grimbosch, wie lange musst du Zug fahren? Falls du noch Empfang hast. Mein Strand. Schnapp. Ich mach's einfach mal.
durch das riesige Ding. Extrem riesig. Es kam geradewegs auf uns zu. Überall Rauch und es quietschte und schepperte. Ich konnte nur noch Herr behüte uns sagen, bevor es durchstieß. Wir hatten Glück zu überleben. Das ist höllisch, Leute mit einem Zug zu überfahren. Naja, es sind Ketzer. Was hast du erwartet? Wir wollten auf sie schießen, aber wir hätten schon eine Kanone gebraucht, um Schaden anzurichten. Also vergab Vater Silantius uns dafür nicht, unsere Pflicht getan zu haben. Doch trotzdem bestraft er uns für das Verlassen unseres Posten, was auch eine Sünde ist. Und warum hast du die Strafe bekommen? Daran ist eine dumme Maschka schuld. Sie hat mich mit heißem Wasser verbrüht. Da habe ich sie beschimpft. Unser heiliger Vater sagte, dass unsere Bindung noch starker werden könnte, wenn ich sie schlage. Aber solche Wörter zu benutzen, sei eine üble Sünde. Also schickte er mich zum Fischen. Ohne Waffe. Ach, keine Sorge, das ist eine ruhige Gegend. Niemand kommt hierher, nicht einmal Mutanten. Der Zarfisch kommt manchmal zum Fressen hierher, aber wir Gläubigen haben nichts zu tun. Der Fisch? Ich habe keine Angst, denn ich habe den wahren Glauben. Aber der Fisch kommt hierher zum Füttern? Ja, aber der Fisch rührt wahre Gläubige nicht an. Also keine Angst. Sollte dein Glaube jedoch nicht stark genug sein, ist das eine andere Sache. Der Fisch spürt das und verschlingt die Ungläubigen am Stück. Ein wahrer Gläubiger kann aber daneben stehen, ohne auch nur einen Wasserspritzer abzubekommen. Das hat er mit eigenen Augen gesehen. Ich meine, was mache ich mit verschlossenen Türen? Bislang völlig planlos. Das ist ja echt eine Möglichkeit, die zu knacken. Idyllisch. Guten Tag, die Herren. Sieh dir nur an, was der Catfish angeschleppt hat. Hallo, ein Ketzer! Willst du die Gläubigen in Versuchung führen? Oder bin... Na sowas! Er richtet sein satanisches Licht nicht auf uns und seine Waffe steckt auch im Holster. Auch wenn er ein Ketzer ist, ist er wohl noch ein Mensch. Und vernünftig. Dann ist seine Seele noch nicht ganz verloren. Wunschdenken! Haben diese Ketzer überhaupt eine Seele? Sieh dir seine Rüstung an. Ja, sie ist ein Werk Satans. Ich wünschte allerdings, unsere Paladine hätten auch so etwas. Natürlich von Vater Silantius gesegnet. Dann hätten wir weder das Zugdepot noch den Turm an die Banditen verloren. Wir hätten alles noch und die säßen jetzt in der Hölle. Wir hätten sie niedergemacht wie Hunde. Das ist eine Versuchung. Eine Versuchung durch Technologie und ihre satanischen Kräfte. Du hast recht. Aber wirklich. Verdammt. Tja, ich gehe da mal wieder. Aber? Da ist wohl noch ein Unterschlupf. Oh. So, die andere Seite. Ihr seid aber nett, Leute. Selbstbestimmt, hm?
Oh, der war gut. Okay. Aber das ist... zu weit drüben. Ne. Ah, von da oben kann ich dann wieder hierher kommen. Nothing. Was für ein Ding? Hä? Wer zum Teufel ist das? Was ist da in dem Durchgang, Leute? Tja. Du Schweinehund! Das ist der Schweinehund! Hab den Scheiß ein Visier! Ah, ist der Sniper. Erstmal pumpen. Oh, schon gut. Ich habe ihn im Visier, Leute. Unser Mann hat übel erwischt. Ich aber auch. Ich muss nachladen. Bereite dich auf einen verdammt langsamen Tod vor, du Schweinehund. Ihr seid ja raffiniert, Leute. Daneben schießen. Ich seh den dreckigen Scheißer.
Okay. Nicht schlecht. Gut gepanzert, die Jungs. Also. Beruhig dich, Mann, alles gut. Endlich mal ein Spiel, wo nicht alle getötet Warum werden passiert müssen. Die Scheiße eigentlich immer mir. Verdammt. Deine Waffe ist weg. Schade eigentlich. Da geht's Richtung Teddy. Okay. Mau. Optimaler Ort, um den Teddy zu verlieren. Okay. Thank you.
für eine Sünde, Dummkopf? Das ist Kunst, das ist Musik. Hast du überhaupt schon mal Musik gehört? Satanische Stimmen aus der Hölle. Wenn du meinst. Liegt wahrscheinlich der Teddy direkt oben hier auf dem Ölfass, oder? Zufälle gibt's doch im Leben. Aber cooles Bild. Upsa, da geht's auch nicht weiter. Theoretisch praktisch hier. Jetzt brauchst du nur noch den Teddy. So.